Noch ein Schild. Wahnsinn. Dann sagt er, was ist Wahnsinn an dem Schild? Nun, ich gehe hier seit Jahren vorbei oder fahre auch mit dem Auto hier mal lang und mir sind die Schilder nie aufgefallen. Bloß jetzt habe ich mal darauf geachtet, wie viele Informationen einen dann tatsächlich auch in Form von Schildern auch umgeben. Gerade auch hier auf freiem Feld. Nun sind da natürlich auch Informationen drauf, die ich persönlich nicht brauche. Aber solche Hinweisschilder werden für denjenigen interessant, der die Informationen benötigt. Hier gibt es sehr viele Schilder beim Lanz Bulldog, angefangen natürlich mit dem Schriftzug. Der Lanz Bulldog Schriftzug eingerahmt wirkt er wie ein Schild, eingegossen in dem Stahlrohr. Egal ob jetzt bei den 5 Liter Bulldogs oder auch bei den 10 Liter Bulldogs und auch in Vorgängergenerationen, wo dann hier auf dem Wasserkasten Bulldog stand und auf dem Stahlrohr Lanz. Beide Schriftzüge waren dann auch eingerahmt zum Schluss. Also das wirkt wie ein Schild. Natürlich dann auch Nummernschilder kennen wir heute auch. Und dann solche Hinweisschilder wie beispielsweise Vorsicht beim Öffnen heißer Dampf, wenn ich also Kühlwasser nachfüllen sollte und die Maschine war betriebswarm, sollte darauf schon geachtet werden, dass derjenige, der das dann nachfüllt, sich nicht verbrüht. Und davon gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Schildern an den Lanz Bulldogs. Darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zu Kultraktor. Bei Lanz wurden unterschiedliche Arten von Schildern eingesetzt. Zum einen Bedienschilder oder auch Hinweisschilder oder auch Warnschilder, je nachdem, wie man das sehen möchte. Dann natürlich auch Schilder, die es zu beachten galt oder was man beachten sollte. Und dann natürlich auch noch die Typenschilder. Wir werden nachher noch sehen, da gibt es auch Überschneidungen in den einzelnen Kategorien. Aber das Hinweisschild, Vorsicht beim Öffnen heißer Dampf, kann natürlich auch ein Warnschild sein, je nachdem, halt, wie man es auslegt. Auf jeden Fall, es kann heißer Dampf austreten, wenn du diese Arbeit jetzt verrichtest, beispielsweise Kühlwasser nachsehen etc. Und dann gab es Schilder, die der Beachtung galten, also dort, wo der Fahrer dann auch definitiv daran erinnert werden sollte, hast du das schon gemacht, wurde das schon gemacht, also waren sie im Sichtbereich des Fahrers. Ich schau mal irgendwo, ja, da sind sie. Das ist zum Beispiel ein Schild zur Beachtung. Das war direkt im Sichtbereich auch von dem Fahrer. Natürlich erst die Betriebsanleitung lesen oder Schmieröl nachfüllen, Kühlwasser nachfüllen. Also dort, wo es, oder da gab es jetzt auch wieder eine Überschneidung. Das ist zwar ein Schild zur Beachtung, aber da waren es auch dann Bedienhinweise, die dann unter dem Ganzen auch zusammengefasst wurden. Nicht nur das Schild zur Beachtung war im Sichtbereich des Fahrers untergebracht, sondern beispielsweise auch das Schaltschemata, also wo sitzt bei dem Fahrzeug welcher Gang. Der Fahrer konnte das ganz bequem vom Fahrerstand aus dann auch ablesen. Und dieses kleine Schild hatte es wirklich in sich, denn es war nicht nur eine Information für den Fahrer, sondern auch ein Bedienhinweis. Hier sehen wir jetzt das Schaltschemata von dem Hauptschalthebel. Das ist sehr gut einsehbar, wie schon gesagt, vom Fahrerstand aus. Und ich kann dann immer mal schauen, in welchem Gang ich mich befinde. Ihr seht, das ist ein liegendes H, also anders als bei den Fahrzeugen heute. Heute habe ich ja eine H-Schaltung, wenn ich dann noch einen Schaltwagen habe. Aber das ist hier bei den Bulldogs anders. Das ist also ein liegendes H. Und der erste Gang befindet sich unten links, der Rückwärtsgang unten rechts, dann der zweite Gang oben links und dann der dritte Gang oben rechts. Und ihr seht, neben den einzelnen Gängen, dort sind so kleine Häkchen. Das sind die Bedienhinweise für den Schalthebel. Hier habe ich nochmal ein Schaltschemata und ihr seht hier, ich meine diese kleinen Häkchen einmal hier unten und einmal hier oben, das sind sogenannte Bedienhinweise, denn ich muss den Gangschalthebel festrasten lassen. Das ist also auch anders als beispielsweise beim PKW. Wenn ich jetzt den zweiten Gang einlegen möchte, drücke ich den Schalthebel nach oben, dann nach links rüber und dann rastet der Schalthebel auch ein und wenn ich dann weiterschalten will, deswegen auch Bedienhinweis, drücke ich den Schalthebel nach oben und stelle ihn dann nach rechts rüber. Genauso verhält es sich natürlich mit dem Ersten und dem Rückwärtsgang. Da muss ich nur den Schalthebel nach unten drücken, rüberschieben und dann einrasten. Der Lanz Bulldog hat unterschiedliche Behältnisse für unterschiedliche Flüssigkeiten, beispielsweise Kraftstoff, Benzin oder auch wie hier Schmieröl. Und an den Behältern sind Schilder angebracht, wie beispielsweise hier in dem Schmierölbehälter. Und welche Flüssigkeit in den Behälter hineingehört, ist in unterschiedlichen Sprachen auf dem Schild ausgewiesen. Hier sind die
anderen Schilder, teilweise Nachbau, teilweise Original, wie hier von meinem auseinandergebauten Lanz. Dort seht ihr einmal das Schild von dem Kraftstofftank und da seht ihr auch alle drei Sprachen, die darauf verzeichnet sind, nämlich einmal Deutsch, Französisch und dann auch Englisch. Das muss ich dann, wenn ich den Tank komplett restauriert habe, wieder auflöten, denn die Schilder waren aufgelötet, um dann auch zu vermeiden, dass sie im Laufe der Jahre einfach abgehen oder dann unansehnlich werden oder man gar nichts mehr darauf erkennen kann, was jetzt tatsächlich in den Tank hineinkommt. Das gibt es auch im Nachbau, beispielsweise hier so oder aber auch geätzt, je nachdem, wie man es mag. Ich selber finde, dass Original eigentlich immer am schönsten ist oder dem Original nachempfunden ist, aber das muss jeder wissen, wie er mag. Dann habe ich hier noch unterschiedliche Typenschilder. Auch dort habe ich mir mal ein Sammelsurium, das sind alles Nachbauten, angelegt, um einfach zu schauen, welche Arten von Typenschilder es gab, um das natürlich auch mal so ein bisschen sich anzuschauen. Aber nicht nur die Typenschilder im Laufe der Jahre haben sich geändert, sondern auch deren Positionen. Ich finde diese Position hier auf der rechten Seite am Zylinder, die wirkt schon vertraut, wobei das nicht immer so war. Das Typenschild ist im Laufe der Evolution des Kühler Bulldogs immer mal gewandert, war es zu Anfang noch auf dem Steigrohr unterhalb des Markennamen Lanz untergebracht, so war es dann beim 1530 oder beim 2238 direkt auf der gegenüberliegenden Seite, also in Fahrtrichtung links, als dann die konstruktive Änderung kam und der Windflügel von dem 1530, also hier von der rechten Seite auf die linke Seite dann umkonstruiert wurde, da hatte dann Platz das Typenschild hier auf dieser Seite. Im Laufe der Jahre sind natürlich auch die Angaben auf den Typenschildern immer mehr geworden. War es zu Anfang vielleicht noch die PS-Klasse, der Hubraum, das Gewicht und dann natürlich auch die Schleppernummer. So sind dann die Anforderungen immer mehr geworden, aber nicht nur bei den Typenschildern, sondern auch bei den Hinweisschildern. Das hier ist ein 1706 von 1952, ein Halbdiesel-Bulldog. Er ist eine Weiterentwicklung vom Glühkopfmotor. Das ist nämlich ein direkt einspritzender Glühkopfmotor. Wen das interessiert, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Und dieses Fahrzeug hat unterschiedliche technische Ausstattungen, die es beim Glühkopfmotor oder Glühkopf-Bulldog nicht gab. Und da meine ich jetzt nicht hier die Anwurfscheibe, die gab es beim Glühkopf-Bulldog sehr wohl. Gerade als der Lenkradstart nicht mehr salonfähig war, kam die Anwurfscheibe auch dort immer mehr in Mode. Und mit der Anwurfscheibe gab es dann auch den Hinweis, dass die Schrauben von der Anwurfscheibe natürlich fest anzuziehen sind. Ist natürlich ganz klar, bei dem beweglichen Teil von der Kurbelwelle nicht, damit sie wegfliegt. Aber es gab auch technische Neuerungen, wie beispielsweise im Getriebe die Differentialsperre. Da war eine Bedienung natürlich erforderlich oder eine Beschreibung der Bedienung, genauso wie die Lenkbremse oder aber auch der hydraulische Kraftheber. Und diese ganzen Hinweise sollten natürlich dem Fahrer während der Fahrt zugänglich gemacht werden. Und das hat man mit Hinweisschildern im Fahrgastraum erledigt. Hier sehen wir jetzt die einzelnen Schilder, wie sie am Fahrerstand auch untergebracht wurden. Es ist schon Wahnsinn, wie viele Schilder das dann letztendlich auch sind, aber so hatte der Fahrer alles Mögliche im Blick. Leider Gottes sind die im Laufe der Jahre schon stark in Mitleidenschaft gezogen. Da haben dann die Zeit, Sonne und natürlich auch Regen sicherlich ihr Übriges dazu beigetragen. Das Aluminium ist schon stark korrodiert, wobei mir fällt gerade ein, ich habe auch noch ein Schild, das sollten wir uns mal näher anschauen. Hier habe ich zwei Schilder, an die dachte ich gerade. Da sind natürlich auch unterschiedliche Erhaltungsstände. Wenn ich mir das anschaue, das ist wirklich noch sehr, sehr gut erhalten. Hier hinter, das ist das Schild, was ich eben meinte. Das ist natürlich nicht mehr so gut erhalten, ähnlich wie es eben beim 1706 auch war. Was aber auffällt ist, hier sind es nur 14 Punkte, die es zu beachten gilt und hier sind es 15. Also das ist tatsächlich ein Unterschied zwischen den beiden Schildern, aber mal schauen, wie weit ich dieses Schild reinigen kann.
Das sieht schon wieder sehr gut aus. Gut, es ist kein neues Schild, aber das kann man auch nicht erwarten. Aber wir können jetzt hier schon wieder die einzelnen Paragraphen oder Stichpunkte auch lesen. Gleich mal nachschauen, welche Unterschiede es gab. Und zum feinen Reinigen habe ich hier so einen Schmutzradierer genommen. Der ist wirklich sehr schonend zu der Oberfläche und nimmt dann wirklich auch hartnäckigen Schmutz ab. Wen das interessiert, ich verlinke euch das gerne in der Videobeschreibung. Wenn ihr übrigens über den Link bestellt, dann kostet euch das nichts mehr, sondern ihr unterstützt damit den Kanal, genauso wie mit einer Mitgliedschaft. Schaut gerne einmal rein. So, und jetzt schauen wir hier einmal die einzelnen Stichpunkte nach, wie die sich denn von dem anderen Schild unterscheiden. Jetzt machen wir mal ein bisschen Spurensuche. Was ist der Unterschied? Gut, von der Größe her sind sie gleich, das haben wir eben schon gesehen. Die Punkte sind nur unterschiedlich. Hier haben wir 14 Punkte, dort haben wir 15. Also das Schild hat einen Punkt mehr als dieses hier. Aber wenn wir die beiden ersten Punkte vergleichen, Betriebsanleitung steht da noch, ist zu erahnen. Betriebsanleitung lesen. Ich denke, das sollte in erster Instanz immer so sein. Dann Schmieröl nach. Dann passt auch, die beiden Punkte sind also gleich. Schmieröl nachfüllen. Und jetzt gibt es einen Unterschied. Hier steht Kühlwasser nachfüllen, da steht hier Tropföler füllen. Das Fahrzeug hatte also einen Tropföler. Aber dann kommt hier unter Punkt 4 auch Kühlwasser nachfüllen. Das heißt, es ist also ein Kühlerbulldog mit Tropföler gewesen. Hier steht jetzt unter Punkt 4 Schlepper schmieren. Das wird bestimmt auch noch mal später kommen. 5 ist Schmieröl vorpumpen. Das ist hier unter Punkt 5 auch. Und dann haben wir hier Schlepper. Hier ist das leider kaputt. Schmieren, das wird wohl das sein, was hier Punkt 4 ist, ist dort Punkt 6. Punkt 7 ist Düsen entsprechend Belastung einstellen. Das heißt also, das Fahrzeug hatte noch eine Düse, die man verstellen musste. Also bei langanhaltendem Leerlauf musste die Düse rausgedreht werden. Wen das interessiert, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht über die Düse, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Und dann steht hier bei 7 ist vor dem Schalten der Gänge auskuppeln. Das haben wir hier auch, aber unter Punkt 8. Punkt 9 ist langsam. Mal gucken, langsam einkuppeln, ja, das wird wohl auch so sein. Die Punkte 9 sind also gleich geblieben. Punkt 10 ist hier nicht bergab. Das wird dieser Punkt hier auch sein. Nicht ausgekuppelt bergab fahren. Motor nicht dauernd überlasten wäre 11. Das sieht hier auch gleich aus. 12 ist Luftfilter und Füllung mit Öl. Luftfilter reinigen und Füllung mit Öl benetzen, das wird also gleich sein. Punkt 12. Punkt 13 ist bei Stillsetzung, wenn, steht hier auch, ja, ist, das ist hier 14, bei Stillsetzung, wenn Frostgefahr Wasser ablassen, ja, kann man schon so erahnen. Und hier ist unter Punkt 14 Auspuffleitung, das ist hier Punkt 13 Auspuffleitung rechtzeitig und gründlich reinigen. Und ja, hier 15, der fehlt hier komplett. Das heißt, Gummireifen pflegen. Bei dem Fahrzeug gab es schon Gummireifen und dieses Fahrzeug hatte keine Gummireifen. Ich finde das immer wieder spannend, mit solchen Zeitzeugen dann in den Dialog zu gehen, so wie wir das eben auch gemacht haben. Und hier sehen wir schon, dass die Kategorien schon miteinander vermischt sind. Sei es jetzt ein Schild zur Beachtung, beinhaltet natürlich auch Hinweise zur Pflege und Wartung von dem Schlepper. Und jetzt hat es uns sogar noch Hinweise über das Fahrzeug verraten, dem das Schild ursprünglich mal gehört hat. Es hat nämlich einen Tropföler, es hat keine Einheitsdüse besessen, sondern eine verstellbare, die dann für den langanhaltenden Leerlauf und für Last dann auch verstellt werden musste. Und zusätzlich hatte es keine Gummireifen. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst auch gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt kultig. Tschüss.